Marbacher TV. Also ich bin der Bernhard von Virtumec. Wir sind in der Lerchenfelder Straße im 7. Bezirk. Und was wir tun ist, wir scannen alles und wir stellen es dann irgendwie wieder her. Das heißt, unsere Spezialität ist eben Personen zu scannen und aus den Personen zum Beispiel kleine Statuen zu machen. Aber wir machen auch, weiß ich nicht, neulich haben wir eine Vespa gescannt und machen jetzt eine kleine Bronzestatue aus der Vespa. Cool. Für einen Fan, ja. Also das ist. Also wirklich aus mit ganz Bronze. Wir können Bronze, ja, wir haben da das Zeichner. Zum Beispiel das ist ein kleines Eselchen, das haben wir auch gedruckt, ja. Das ist aus Metall. Und fühlt sich sehr fein an. Ja. Da kann man so alles möglich eigentlich machen. Und wir verwenden dazu unterschiedliche Technologien. Wir haben da das erste Fotogrammetriestudio, ich sage jetzt mal in Mitteleuropa. Es gibt zum Beispiel in Berlin eins, es gibt in den Niederlanden eins, aber wir haben da in Wien wirklich jetzt so ein Fotogrammetriestudio aufgebaut. Und was wir mit dem machen können, ist, dass wir innerhalb von einem Augenzwinkern einen 3D-Scan machen können. Das heißt, wir können da Leute, die springen, zum Beispiel scannen, ja, oder Tiere, cool, oder Kinder. Also das ist wirklich einzigartig. Also den es da gibt mit der springenden Hüft, Menschen. Ja, genau, also das können wir scannen. Ja. Geil. Und wir können es drucken auch, ja. Das ist cool. Und wir haben auch noch ein anderes Verfahren, mit dem haben wir heute gearbeitet. Das ist ein mobiler 3D-Scanner, mit dem können wir überall hingehen, haben wir da eine Batterie. Und mit dem scannen wir zum Beispiel, wenn wir draußen sind, also wenn wir Statuen oder so machen. Und den haben wir heute bei dir angewendet, um die Details von einem Rollstuhl zum Beispiel gut aufnehmen zu können. Okay. Ja. Und was der macht, schaut sehr cool aus. Der hat davon so ein Blitzlicht, da ist eine Farbkammer drin. Unten ist ein Projektor, der projiziert da so, vielleicht sieht es ein bisschen so ein Streifenlicht. Mhm. Und oben ist noch eine Kamera. Die Kamera kann dann anhand von der Verzerrung von diesem Muster am Objekt ausrechnen, wie das 3D-Bild ausschauen müsste. Und den kauft man beim Mediamarkt? Nein, den kauft man, also den würden wir verkaufen. Ja, also das ist einfach, das gebaut? Nein, wir haben es nicht gebaut, aber wir sind Händler für diese 3D-Scanner. Also wir handeln auch mit 3D-Scannern. Das sind halt Profi-3D-Scanner. Ja, also das, man kann bei Mediamarkt. Was kostet sowas? Der kostet ungefähr 14.000 Euro. Das, naja, das ist ein Profi-Gerät. Aber du kannst mit genau der Software, die wir jetzt da im Profibereich, mit der wir im Profibereich arbeiten, kannst du auch so einen Kinect-Scanner anhängen. Ja? Okay. Und kannst mit dem Kinect-Scanner auch so Figuren machen. Ja? Das cool. Ist nicht so detailliert wie im Profibereich, aber es geht. Ja? Also, grüß Gott. Ja, also, ja. Coole Sache. Das heißt, wir können ja alles irgendwie machen. Ich bin gespannt, wenn es fertig ist. Und ja, ich freue mich. Danke. Wir melden uns bei dir. Super, mich sehr gefreut.